So, hallo, herzlich willkommen zu meinem Vlog. Wir machen heute etwas ganz Besonderes. Wir fahren nach Berlin, um jemanden zu besuchen. Ja, wen, das werde ich noch nicht verraten. Aber die Probleme fangen jetzt schon mal an. Es ist ungefähr 6:45 am Sonntag. Und wie ihr sicherlich hören könnt, außer dem Vogelzwitschern, also den Singvögeln, ist niemand hier. Ja, man kann sich es kaum vorstellen, es ist zwar Sonntag, aber und theoretisch eine Zeit, in der man was machen könnte, auch wenn es ein bisschen früh ist, gebe ich zu. Aber ich komme nur per Nachtbus hier vorwärts. Es gibt keine regulären Linien, die um diese Zeit fahren, und es gibt auch keine Straßenbahn oder sonstiges, die fahren. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das klappt. Es heißt hier laut den Schildern, dass der Bus um 7:15 kommt. Laut Fahrplan müsste er aber um 49 kommen, also jetzt gleich. Bin mal gespannt, was bei rauskommt. Ich muss irgendwie zum Hauptbahnhof kommen, sonst endet die Reise schon sehr früh. Wir sehen uns dann später wieder, wenn es was Neues gibt. Bis dahin, ciao. So, kleiner Nachtrag. Ich hoffe, man kann mich gut hören. Manchmal habe auch ich Glück, der Bus ist jetzt doch schon um die Zeit gekommen, der ich dachte. Da bin ich echt erleichtert. Ja, Bahnhof dürfte jetzt kein Problem mehr sein, hinzukommen. Er fährt zwar nicht direkt hin, aber die paar Meter kann ich laufen. Ich weiß genau, wo ich aussteigen muss. Kleiner Nachtrag auch nochmal. Mir geht's, wenn man es mir vielleicht ansieht, auch nicht ganz so toll. Also eigentlich nicht der beste Zeitpunkt, um zu reisen, aber ich versuche es trotzdem für euch. Wir sehen uns dann wieder, wenn ich im Zug sitze oder sonst irgendwas Relevantes passiert. Bis dahin, guckt weiter. Welcome back. Ich bin jetzt in der ziemlich leeren Stadt. Es sind noch ein paar andere Menschen hier, aber es ist eben Sonntag und Geschäfte haben nicht auf. Ging jetzt doch alles recht schnell. Ich muss auf Schusters Rappen mich zum Hauptbahnhof bewegen. Ist nicht so schwer. Ich habe sowieso noch eine Menge Zeit. Ich glaube, ja, 40 Minuten. Also ist es gar nicht mal so schlecht, dass ich laufen muss, weil nur da rumsitzen ist auch langweilig. Und naja, dann wird es hoffentlich schon laufen. Nächste Nachricht gibt es hoffentlich im Zug, wenn ich drehen kann. Aber ich glaube, das dürfte kein Problem sein. Wir sehen uns später. So, ich bin jetzt im Zug, finde allerdings keinen Sitzplatz, weil ich mir mal wieder die Reservierung geschenkt habe. Ist auch scheiße, diese Abzocke bei der Bahn. Letztes Mal habe ich immer ohne was gekriegt, aber ich glaube, das kriegen wir dieses Mal irgendwie hin. Wir sehen uns in Berlin wieder. Ciao. So, ich bin in der wunderschönen Stadt angekommen Nächste Station, und Friedrichstraße. ja, interessiert mich nicht. Übergang zu den S-Bahn-Linien Ja, genau. 1, 2, zur U-Bahn-Linie Jo. 6 und zum Regionalverkehr. Ja, ist ja schon gut, wir haben es ja kapiert. Ja, bin mal gespannt, was jetzt noch so laufen wird. Wir zwei Hübschen sind noch unterwegs. Vorstellung ist erst später. Ciao. So, ich melde mich wieder zurück. Wir haben, naja, nicht so viel getan. Wir verschanzen uns hier im Haus. Das Wetter ist draußen ziemlich schlecht. Ich bin auch nicht so sehr in der Verfassung, irgendwie rumzulaufen. Haben gerade einen Film gesehen und, naja, ich habe jetzt noch eine ganze Weile Zeit. Wir werden einfach mal gucken, was wir noch so machen. Eine gemeinsame Videovorstellung kriegen wir im Moment auch hin, aber im Moment bin ich gerade allein, ist der Best Chance, ich gerade Sache auswaschen, so Directions und naja. Bis später. So, ich versuche es jetzt mal mit der Innenkamera, weil meine vorherige Aufnahme, sagen wir mal, ein bisschen schief gegangen ist. Wie ihr unschwer erkennen könnt, ich hoffe, man versteht mich anständig, sind wir am größten Bahnhof Deutschlands. Was ist weg? Mein Essen. Wie, der Essen ist weg. Ja, weg. Was wohl? Wenn ich davon rede, dass mein Essen fast weg ist, ey, wie er hier meinen Schritt filmen will. Das schneiden wir raus. Besser so. Ach, dein Gesicht ist so richtig schön erleuchtet von den Strahlern hier. Ja, das kommt von meiner gesunden Ernährung, wie man sieht, ja. Das lässt meine Haut strahlen. Nur Pflanzen fressen ist nicht gesund. Viel passiert ist nicht, deswegen auch dieser große Zeitsprung ist ja draußen schon recht dunkel, wie man sicherlich sehen kann. Ja, was jetzt noch so passieren wird, weiß ich nicht. Mein Zug fährt erst in 2,5 Stunden. Derzeit müssen wir gucken, wie wir uns hier beschäftigen. Ich bin jetzt schon total am Ende und werde dann noch 3 Stunden fahren müssen.
Und von dort aus nochmal nach Hause eine halbe Stunde, wenn ich auf den... Ich habe echt tolle Leute, mit denen ich drehe. Ja, Mann. Ich bin sowieso der Geilste. Die Besten. Yay. Friends. Ich weiß, dass ich geil bin, aber halt dich ein bisschen zurück, okay? Bist du hübsch oder geil? Beides. Ich bin hübsch, gut aussehend, cute, geil, heiß, kawaii. Okay. Lass dich einfach mal so stehen. Besser so für deine Gesundheit. Was willst du eigentlich? Das hier ist ein Vlog und kein Streitvideo, ja? Ihr seht schon, wir kommen mir ganz gut klar, obwohl ich Bauchschmerzen auf höchstem Niveau habe und so weiter. Nichts gegessen habe, aber irgendwie bin ich trotzdem ein bisschen froh. Ich habe auch das Gefühl, jetzt halt zusammenbrechen zu können, aber scheiß drauf. Wir sehen uns dann später nochmal. Ciao. So. Hier bin ich wieder. Unsere Wege haben sich vor ungefähr 40 Minuten getrennt. Ist schon eine Weile her. Jetzt steht die Heimreise an. Das Problem ist, ich muss noch eine ganze Weile warten. Ja, noch eine weitere Stunde. Ich fühle mich so, als hätte mich ein Laster überfahren. Das kann man nicht anders ausdrücken. Und naja, ich werde jetzt hier noch sitzen bleiben. Was essen werde ich nicht, dazu ist mein Gesundheitszustand zu schlecht. Obwohl, vielleicht gehe ich nachher mal runter. Fühle mich jetzt schon echt, naja. Und vor 0 Uhr werde ich wohl nicht zu Hause sein. Jetzt haben wir 20 nach 8. Ich glaube, ich melde mich im Zug wieder. Bis dahin, ciao. So, ich sitze jetzt im Zug und fahre noch 3 Stunden. Ich werde mich melden, wenn ich wieder angekommen bin. So, ich habe die Zugfahrt geschafft mit erheblicher Verspätung. Das heißt erheblich ungefähr 1/4 Stunde. Puh, anstrengend hoch 10. Ich will dazu gar nichts mehr groß sagen. Ich will jetzt einfach nur nach Hause. Ciao. So, kleiner Nachtrag zu gestern. Es ist jetzt der nächste Tag, der 21. März. Ungefähr 13.30 Uhr. Ich habe gestern wirklich sehr spät noch was gemacht und da kam auch nichts mehr bei raus, weil ich hatte einfach keinen Bock mehr. Ich war mit den Nerven am Ende. War auch nicht ganz so einfach, dann noch öffentlichen Verkehr zu bekommen. Ich war einfach nicht mal in der Lage, ein anständiges Video zu machen. Ich lasse es jetzt nochmal Revue passieren. Also, es war eine schöne Erfahrung. Berlin war cool. Und vielleicht mache ich sowas nochmal öfters mit diesen Vlogs, wenn ihr wollt, dass ich euch auf meine Reisen begleite. War, wie gesagt, echt eine Hammeraktion. Ich bin um 5:30 Uhr morgens aufgestanden und konnte erst um 1 Uhr nachts oder so schlafen. Beziehungsweise ich musste ja hier noch ein bisschen aufräumen, ich musste meinen Reisekram noch verstauen, ich musste mich bettfertig machen und so weiter. Das war alles ein bisschen schwierig und naja, deswegen wünsche ich zu entschuldigen, dass ich dann recht wortkarg war am Ende. Das war's dann eigentlich. Das war mein fast ein Tagestrip nach Berlin. 3 Stunden ICE-Fahrt hin, 3 Stunden zurück. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao!